etwas zur Netiquette jetzt etwas. Ich habe schon seit gestern Abend zugeschaut und ich muss sagen, der Chat ist schon sehr lebhaft. Da sind Sie also herzlich eingeladen, Ihre Kommentare abzugeben, aber verwenden Sie vor allem die Q&A-Funktion für Fragen, die F&A-Funktion. Und geben Sie bitte auch an, an wen sich die Frage richtet. Das ist also besser, dann diesen F&A-Bereich zu verwenden für die Fragen. Zum Datenschutz noch, das muss ich wahrscheinlich auch sagen. Sie wissen ja alle, dass das als Livestream auch auf YouTube läuft. Es muss Ihnen also klar sein, dass, was Sie sagen, auch online zu sehen ist, auch später auf der Webseite des Kongresses. Bei der Vorbereitung des Forums, da habe ich viel über Machtstrukturen nachgedacht. Denn was ich bei meiner Arbeit mit allen im Bereich Finanz für die Entwicklung gelernt habe, war eins: Follow the money. Und da möchte ich mit zwei Anmerkungen beginnen, bevor wir einsteigen. Zum einen, die Entwicklungszusammenarbeit erreicht anscheinend nicht wirklich die Extremarmen. Die reichsten 11% der Weltbevölkerung haben über 80% des Vermögens. Und Credit Suisse hat auch einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, der globale Haushaltsreichtum, die sind extrem gut abgeschnitten während der Pandemie. Das sehen wir auch auf den Finanzmärkten. Andererseits gibt es wachsende Bereiche der Armut. Ja, die Umsetzung der SDGs verlangt eine Änderung der Finanzpolitik, aber ich möchte da Kay Donald kritisieren. Zitieren, der auch einen Bericht über, nachhaltige Entwicklung veröffentlicht hat. Sie sagt, wenn wir an extreme Armut denken, dann müssen wir auch an den extremen Reichtum denken. Die zweite Anmerkung, das Entwicklungshilfesystem leidet wahrscheinlich an einer Legitimitätskrise. Wir erleben viele Tendenzen in der Finanzierung, zum Beispiel zunehmende Privatfinanzierung. Das hat die Qualität der Entwicklungsarbeit nicht wirklich gefördert, wie wir uns auch vorgestellt haben. In diesem Forum möchte ich also auch darauf eingehen, was wirklich geschehen soll, was brauchen wir, um Machtstrukturen zu hinterfragen, auch den Status quo und was wir eben immer mehr erleben, wenn wir die Post-Corona-Agenda ansehen und die Aufbauprogramme. Das heißt, wer macht das jetzt? Follow the money mit mir. Ich habe drei Gäste bei mir. Als erstes Jennifer Del Rosario Molonzo. Sie ist Executive Director von eBON, einer Organisation, die sich um Menschenrechte und Demokratie weltweit kümmert. Und ihr geht es auch um Entwicklungsfinanzierung. Dabei haben wir uns auch kennengelernt. Sie ist auch verantwortlich für das globale Sekretariat der Plattform Relative Aid und Development Effectiveness. Dann habe ich Barbara Adams. Sie ist die Präsidentin des Global Policy Forum und sie ist auch Professor an der New School University. Als Beraterin kümmert sie sich um verschiedene Bereiche. Policy Advocate ist sie bei uns und sie arbeitet auch schon lange für die UN, konzentriert sich auf Gerechtigkeit und Multilateralismus und nachhaltige Regierungstätigkeit. Und so haben wir uns auch kennengelernt, denn sie hat ja diesen Bericht verfasst über die nachhaltige Entwicklung, den ich schon erwähnt habe. Und dann haben wir noch Jason Rosario Braganza, ebenfalls Volkswirt, beschäftigt sich mit Handel, Steuern und Finanzströmen. Also immer eben auch im Zusammenhang mit dem Financing for Development Prozess. Und er ist auch
Direktor des AfroDAT, des afrikanischen Netzwerks on Development and Finance. Damit, da wir uns jetzt auch alle im Video sehen, möchte ich mit meinen Fragen beginnen. Zunächst eine Frage an Jennifer. Als Koordinatorin des Global Secretariat, das war ja schon eine Zeit lang und viel hat sich auch verändert inzwischen. Wir haben jetzt außerdem die globale Pandemie. Aber zunächst einmal, was ist denn die Realität der Hilfe heute in Ihrer Meinung? Ja, danke schön, Elisabeth. Ich begrüße Sie von den Philippinen. Jason und Barbara auch. Also, was ist die Realität? Ja, es gibt immer noch viel zu tun, sowohl was Quantität als auch was Qualität angeht. Was jetzt die Flüsse der Hilfeleistung angeht, schon vor der Pandemie, war das ja schwierig. Und jetzt mit der Pandemie und der Krise wird das noch unberechenbarer. Wenn wir jetzt zurückblicken auf über ein halbes Jahrhundert, auch der Finanzhilfe mit dem Prozentziel auch für die entwickelten Länder, haben wir als Gruppe eigentlich nie an dieses Ziel geglaubt. Nur wenige Länder haben dieses Ziel je tatsächlich eingehalten. Jetzt noch einige Zahlen, wenn ich die hier anführen darf, aus der Realität. Die stehen auch in dem Bericht Reality of Aid. Ich hatte hier eben das Vorrecht, hier schon einen Vorauseinblick zu haben. Und hier heißt es, dass 2019 wir 150,8 Milliarden Dollar haben. Das ist ein Rückgang um 2,3% seit 2016. Das ist die Gesamtzahl, aber wenn wir jetzt die Beträge abziehen, die die Geberländer eigentlich gar nie verlassen, also zum Beispiel auch Flüchtlingsleistungen in den Geberländern, dann ist die tatsächliche Hilfe sehr viel geringer, 135 Milliarden Dollar, also 0,2%. Das heißt, wenn wir das betrachten, da haben wir das Gefühl, dass die Leistungen sich doch immer noch nach den Prioritäten der Geber richten, also zur Zeit der Pandemie. Und neuere Untersuchungen, die sagen auch aus, dass ein Rückgang zu erwarten ist. Bilaterale Geber haben bereits ihre Zusagen um ca. 30% zwischen 2019 und 2020 reduziert. Das sind also gegenwärtig die gesamten Hilfszahlen. Was jetzt die politische Bedeutung der Hilfe angeht, da gab es ja immer diesen zweifachen Charakter. Zum einen handelt es sich um eine öffentliche Ressource, die gegen Ungleichheit eingesetzt werden soll. Und das ist auch eine historische Verantwortung des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden. Sie können das zurückführen auf Jahrhunderte der Ausbeutung und Plünderung, die sich aus neokolonialen und kolonialen Beziehungen ergaben. Sie können es auch einfach sehen als Ausdruck der internationalen Solidarität. Das ist also die eine Seite der Hilfe. Gleichzeitig
ist uns auch sehr stark klar, dass Hilfe immer politisch gewesen ist und Hilfsbeziehungen auch immer das reflektieren, wie ich auch schon darauf hingewiesen habe, immer die internationale politische Ungleichheit oder Asymmetrie reflektieren. Das ist auf jeden Fall auch immer Teil des Instrumentariums zur Förderung der Außenpolitik und der wirtschaftlichen Interessen der Geberländer gewesen, auch der Militärstrategien. Damit sollte ich aber jetzt erstmal innehalten. Vielen Dank, Jennifer. Das passt ja auch sehr gut zur Arbeit von Barbara. Barbara, Sie haben ja umfangreich publiziert. Es ist schon durchaus schwierig, da überhaupt Schritt zu halten. Aber eins möchte ich zitieren, was ich sehr interessant fand. Sie haben geschrieben, dass der Begriff Partnership im UN-Bereich irreführend ist. Jennifer hat jetzt gerade auch gesagt, es geht ja auch um Machtbeziehungen im Hilfesystem. Vielleicht können Sie darauf auch noch weiter eingehen und das dann auch noch in Bezug setzen, vielleicht zu Ungleichheit, zu Machtbeziehungen, zur Finanzierung der Entwicklung. Im weiteren Sinne, ich nehme dann auch an, dass Jason darauf später noch eingehen wird. Ja, danke schön, guten Tag. Bemerkung aus der Dolmetscherkabine. Gegenwärtig ist der Ton so zerhackt, wir können das leider nicht verarbeiten. And this is open up to get all hands on deck. And the contribution come from society. And I'm going to use this time that I raise concerns. Barbara, just a bit, because the sound. Barbara, Sie haben jetzt bereits Ihr Bild ausgeschaltet. Vielleicht geht es dann auch tatsächlich besser. Der Ton war sehr schlecht. Wir könnten auch in dem Fall nur mit Ton arbeiten und jetzt erstmal auch zu Jason gehen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, vielleicht später nur Ton, vielleicht ist es dann einfacher. Es gibt vielleicht auch noch eine Einwahl für Sie. Also, dass Sie sich einfach per Telefon einwählen. Das verlangt weniger Bandbreite. Aber dann gehen wir jetzt erstmal schnell zu Jason. Financing for Development Agenda habe ich schon erwähnt. Sie sind Exekutivdirektor bei Afrodat. Vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben, wie das in Bezug zur Entwicklungsarbeit steht. Jennifer hat ja bereits ODA, die Hilfezahlen bereits ausgeführt, den einen Teil der Financing von Development Agenda. Und ich glaube, viele Gruppen haben sich ja auch immer hier um diese Entlastung bemüht. Ja, danke schön, Elisabeth. Es ist schön, hier dabei zu sein. Vielen Dank und ich gratuliere Ihnen auch zu Ihrer dreitägigen Veranstaltung. Interessant ist, wenn wir Financing for Development betrachten, da können wir ja die Schulden nicht außer Betracht lassen, wenn wir das Gesamtbild der Ressourcen eines Landes
uns vor Augen führen, welche Möglichkeiten also bestehen für Investitionen in verschiedene Entwicklungsprojekte, Infrastruktur, Gesundheitswesen, Sozialwesen und produzierendes Gewerbe. Interessant ist jetzt, was auch Jennifer schon angeführt hat, und Barbara wird das sicher auch noch ansprechen, die Entwicklung dessen, wie der Kuchen der Finanzierung, wenn wir das so betrachten, sich geändert hat. Insbesondere gibt es jetzt einen bedeutenden Anteil, der sich aus den Schulden zusammensetzt. Das wurde auch getrieben von diesem Entwicklungsnarrativ mit Dingen wie Mega-Infrastrukturinvestitionen. Sie brauchen ja nur die Megastädte in Afrika betrachten. Und da sehen Sie diese gewaltigen Straßeninfrastrukturprojekte, die gebaut wurden und umgesetzt wurden. Viele davon sind mit Schulden finanziert. Zum Teil handelt es sich um Konzessionelle. Das heißt, und ein Teil wurde auch aus dem Geschäftsbankenbereich aufgenommen, was eben dann die Bücher der Entwicklungsländer stark belastet. Jetzt mit der Pandemie noch dazu wurde das beschleunigt, und die Gefahren, diesen Weg zu verfolgen, diese Mega-Infrastrukturentwicklung, diese Entwicklungsphilosophie, das führt jetzt wirklich zu Herausforderungen. Und zum anderen, auch was Jennifer schon gesagt hat, zur Hilfe und ODA. Innerhalb der ODA, das ist ja ein sehr schmaler Bereich der Finanzierung, dessen Zusammensetzung hat sich auch wieder geändert. Wir sehen einen Rückgang der bilateralen Geber in den größeren, produktiveren Sektoren, was auch wiederum Einfluss auf den Sozialbereich hat, aber auch die Zusammensetzung der ODA geht zurück, also zurückgehend der Anteil der Zuschüsse geht mehr hin zu Krediten, und dann die internationalen Finanzinstitutionen, IFIs, die machen auch einen größeren Anteil inzwischen am Kreditanteil aus der ODA. Und in diesem Sinne ist es wichtig, sich klarzumachen, dass es eben diese zunehmende Schuldenkomponente in der ODA-Architektur gibt, was eben auch dieser Kommerzialisierung oder Privatisierung der Entwicklungsarbeit geschuldet ist. Es wurde ja schon darauf hingewiesen, die politische Ökonomie der ODA in Europa und Nordamerika in den vergangenen 15 Jahren. Manche sprechen vom Fehlen oder der zunehmenden Apathie bei der ODA aufgrund der globalen Finanzkrise zum Beispiel. Oder man kann auch sehen, dass diejenigen, die die Auswirkungen der ODA hinterfragen, was die ODA wirklich noch an Auswirkungen hat, in den Ländern, wo investiert wird, da gibt es also ein bedeutendes Gespräch, wenn wir über die Rolle der Schuldenfinanzierung sprechen, dessen Bedeutung in diesem Gespräch. Das, was also viele afrikanische Länder vor sich sehen oder Entwicklungsländer ganz allgemein. Ich sollte noch darauf hinweisen, nicht alles lässt sich auf die Corona-Krise und Pandemie zurückführen. Das hat allerdings schon ein sehr helles Licht geworfen auf verschiedene Brüche, auf die Gebrochenheit der verschiedenen Architekturen, mit denen wir es alle zu tun haben, also die Finanzarchitektur, die Schuldenarchitektur, die Handelsarchitektur. Jetzt sprechen wir auch von der Gesundheitswesen-Finanzarchitektur, wenn wir von den Impfstoffen sprechen. Und wenn wir darüber reden, dass auch die Entwicklungsländer Zugang zum Impfstoff bekommen sollen.
die Rolle der ODA dann in der Finanzagenda und der breiteren Entwicklungsagenda. Die muss wirklich auch mal bedeutsam auf sich selbst blicken und sehen, wie Jennifer schon gesagt hat, wo die Machtverhältnisse immer noch die gleichen sind wie vor 30, 40 Jahren. Andererseits kommen ja neue Geber, die einen ganz anderen Ansatz verfolgen im Vergleich zu den anderen von uns. Das müssen wir also ebenfalls berücksichtigen. Das ist also auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir darüber reden. Und es interessiert mich sehr, was Barbara hier zu diesem Gedanken der Partnership zu sagen hat innerhalb des UN-Systems. Und ich weiß ja, dass Jennifer und auch ich bei Afrodat sehr stark an das UN-System glauben. Ich weiß, das ist ein kritischer Bereich. Jedes Land hat da nämlich seine Stimme, eine Stimme pro Land. Wenn also hier auch die Staaten selbst wieder den Raum für sich beanspruchen und die Menschen, wird das in dieser Konversation eine Rolle spielen. Das sind ganz entscheidende Fragen. Vielen Dank, Jason. Die Rolle des Staates, die Rolle der Finanz. Da kommen wir darauf zurück. Und hoffentlich jetzt auch mit Barbara. Gut, Sie sind dabei. Dann versuchen wir es nochmal. Tut mir leid, Barbara. Ist schon in Ordnung. Ja, leider aus Dolmetschersicht können wir bis jetzt noch nicht machen. Der Ton ist weiterhin vollkommen zerhackt. In the connection, I believe. Not the best one from. Ja, die Moderatorin sagt, leider ist die Verbindung nicht so gut. Haben Sie sich jetzt per Telefon eingewählt? Es ist vielleicht einfacher, wenn Sie sich per Telefon einwählen. Vielleicht kann man Ihnen da eine Einwahlnummer geben. Oder wenn Sie auf den Link klicken, auf den Telefonhörer, da ist die Bandbreite, die gebraucht wird, nicht so hoch, dann ist das vielleicht besser. Entschuldigung, Barbara, ich glaube, wir erklären zunächst noch mal eine Sache, die schon im Chat aufkam, nämlich ODA. Das ist die englische Abkürzung für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, die auch im Deutschen verwendet wird. Das haben wir aber nicht so klargestellt. Natürlich, weil diese Financing for Development Gemeinschaft da natürlich sehr dran gewöhnt ist, in sich so an ihre Sprache gewöhnt hat und sich oft in Abkürzungen ausdrückt. Ich hatte auch diese Probleme, als ich dazu kam thematisch. Da schwirrt es wirklich nur so vor Abkürzungen. Dann vielleicht mal weiter mit der nächsten Frage. Wir haben jetzt schon so viele auch politische Aspekte angesprochen, dass es jetzt fast schwierig wird, sich da auf die Covid-Implikationen und auch Implikationen für ODA zu fokussieren und was das wirtschaftlich an Veränderungen mit sich bringt, weil es, wie gesagt, so wahnsinnig viele Aspekte dabei gibt. Ich denke, eine interessante Sache wurde gerade von Jason angesprochen. Wir haben jetzt das Zeitalter der Wahl sozusagen. Das heißt, die Entwicklungsländer oder Schwellenländer haben jetzt wirklich die Wahl, wo sie sich Finanzierung suchen, was auf den ersten Blick nach einer guten Sache scheint, dass man nicht mehr so sehr von einem Geber abhängt. Andererseits, Jason, hast du ja auch angesprochen, die größere Rolle der internationalen Finanzierungsinstitutionen. Ich will da jetzt gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, was bestimmte Kreditgeber angeht, aber
Vielleicht können wir zur Frage privater Gläubiger kommen, denn das ist, glaube ich, ganz grundlegend. Und Jason, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen zu diesem Bereich. Und dann gehen wir noch mal zurück zu Jennifer und schauen dann noch mal, ob wir Barbara einbinden können. Ja, vielen Dank, Elisabeth. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt dieser Diskussion. Wenn wir die verschiedenen Aspekte anschauen der Finanzierung in den Entwicklungsländern, ist es genau so. In diesem Zeitalter der Wahl, da ist das zum einen ein Indikator dafür, dass die Länder eben wachsen, sich entwickeln und deswegen wir nicht mehr diese vielleicht auch zufälligen Kategorien haben, die die Institutionen sich so überlegen. Niedriges Einkommen, mittleres Einkommen und so weiter. Aber wir gehen jetzt über diese verschiedenen Einkommensgruppierungen hinweg und man bewegt sich dadurch. Das heißt, auf der einen Seite die konzessionierte Finanzierung, die reduziert sich dann, aber die Option für nicht konzessionierte Finanzierung wird gleichzeitig stärker. Ist wie bei jedwedem Bürger. Wenn man 18 ist, ist das Kreditrating, die Kreditwürdigkeit natürlich gering, da kriegt man fast keinen. Aber mit 40, wenn man ein gewisses Einkommen haben, dann ist das Kreditrating auf einmal riesig und jede Bank möchte einen Kredit geben und ermutigt einen, das für alles Mögliche auszugeben mit natürlich verschiedenen Zinssätzen. Und genau so läuft es auch mit verschiedenen Entwicklungsländern in Lateinamerika, Asien, Afrika. Einige in Afrika haben das auch bereits erfahren, die sozusagen von niedrigem zu mittlerem und höherem oder sonstigen Einkommensgruppen gekommen sind, die haben dann diese konzessionierte Finanzierung seitens der Weltbank zurückgehen sehen, aber gleichzeitig wurde der Zugang oder die Auswahl aus vielen anderen Optionen aus der nicht konzessionierten Seite größer. Und hier kommen nun die privaten Gläubiger ins Spiel. Da gibt es verschiedenste finanzielle Instrumente, die natürlich mit verschiedenen Konditionen behaftet sind. Oftmals sehr strikt, sehr strenge Konditionen dahingehend, was passiert, wenn man nicht zahlt. Aber Zugang zu Finanzierung mag sehr leicht erscheinen, aber dann die Rückzahlungsbedingungen einzuhalten, da wird es dann oftmals schwierig und auch herausfordernd. Und das stellen wir auch jetzt hier in Afrika zunehmend fest. Viele Länder, die von der sozusagen niedrigsten Einkommensgruppe sich ein bisschen hochgearbeitet haben, Sambia beispielsweise, oder jetzt gab es Länder wie Tschad, Äthiopien, Kenia, die jetzt auf der Schwelle zur G20 stehen sozusagen, oder der G20-Initiative vielmehr zur Schuldenumstrukturierung und Schuldenerlass. Also das ist das Thema, wenn wir von privaten Kreditoren sprechen, weil es eben privat ist von der Natur her, maximieren die natürlich das, was sie aus der Finanzierung der Entwicklungsländer gewinnen können. Und die nutzen wirklich jeden Trick, den es gibt, um ihre Rendite zu maximieren. Zinsen vor allem auf den Kreditbetrag natürlich. Und Länder, die jetzt rohstoff- oder ressourcenabhängig sind und sich dann auf diese Quellen verlassen, da reicht schon ein Einbruch der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt beispielsweise, dass sich das massiv aufwirkt und dass deren Rückzahlungsfähigkeit sich dann sehr schwierig gestaltet. Und dann hat man sehr schnell eine Situation, wo diese Länder Probleme bekommen. Es gibt auch nicht traditionelle Geldgeber oder Kreditgeber, die scheinbar bilateral sind. Oft ist es aber dann so, dass da von hinten doch private Kreditvergabe hintersteht, aber es letztlich doch ein staatliches Instrument ist. Also auch das ist sehr wichtig, sich bewusst zu machen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie das ausgehandelt wird, die Sicherungsmechanismen für die Entwicklungsländer gibt es da nicht unbedingt. Und viele von uns in der Bewegung Financing for Development fordern deswegen jetzt ein Umdenken, ein Überdenken dessen, wie sie diese globale Schulden- und Kreditstruktur zu regeln ist. Elisabeth, das hast du ja gesagt. Zeitalter der Wahrheit, Auswahl ist was Gutes, aber
Etwas ist dabei untergegangen und die Lektionen aus der Finanzkrise sind klar nicht angekommen, nämlich eine Architektur, das zu verwalten, zu kontrollieren, was dieses Zeitalter der Wahrheit, Age of Choice, eigentlich bedeutet. Wer ist für was zuständig und wer ist auch dafür zuständig, die Geber, die Kreditgeber zur Rechenschaft zu ziehen, insbesondere wenn es auf nationaler Ebene keine entsprechenden politischen Mittel gibt, das entsprechend durchzusetzen. Also da sehe ich die Rolle dieser privaten Kreditgeber, die tatsächlich sich als durchaus schwierig erwiesen hat, für einige Staaten mit denen zu verhandeln. Und dass die gegenwärtig auch nicht mit am Tisch sitzen, um das mit uns zu diskutieren, ist Anzeichen dessen, dass es da eben tatsächlich Bedarf gibt, da mal über eine grundsätzliche Restrukturierung dazu nachzudenken. Vielen Dank, Jennifer. Zu einem etwas anderen Aspekt. Schuldenerlass ist ja etwas, was Organisationen wie unsere schon lange als Lobby verfolgen. Und das andere ist Verstärkung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit, ODA. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man die ganze Kritik auch liest zum Thema Hilfe als solche. Es gab da einige Memoranden in Deutschland beispielsweise. Ende der Hilfe wurde da eingefordert, bessere Handelsbeziehungen und so weiter. Du kennst diese Diskussionen. Du hast gesagt, der Rückgang an Hilfe ist besorgniserregend und auch private Geber, das geht natürlich auch zurück im Rahmen der globalen Rezession, in der wir uns befinden. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen dazu, wie sollte denn ODA, also öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, aussehen? Ja, danke, Elisabeth. Und auch nochmal in Reaktion auf das, was Jason gerade sagte. Die Abhängigkeit und Abhängigkeitsverhältnisse der Entwicklungsländer. Da möchte ich nur anmerken, viele Entwicklungsländer sind sozusagen abhängig gemacht worden von ausländischem Kapital. Aufgrund dieser Jahrzehnte neoliberaler Politik, Liberalisierung, Privatisierung und so weiter. Gewissermaßen also ist es so, dass den Entwicklungsländern die Möglichkeit genommen wurde, sich auf der sogenannten Entwicklungsleiter voranzubewegen. Oder die Industrieländer hatten diese Optionen, dass rechtzeitig zu machen, Regulierung, Subventionierung, Schutz der Volkswirtschaft. Aber all das wurde sozusagen dezimiert über die Jahrzehnte des Neoliberalismus. Und damit einhergehend, indem man den Süden auch davon abhält, nationale entsprechende Instrumente herauszubilden und zu nutzen, ist da eine zunehmende Abhängigkeit geschaffen worden von Hilfe, von Krediten, von ausländischen Direktinvestitionen. Und all das wirkt sich nun entsprechend aus. Und die nationale Volkswirtschaft wurde dabei vernachlässigt. Ländliche Entwicklung wurde vernachlässigt. Oder auch Sicherstellung der eigenen Industrialisierung. Und das Ganze wird dann schnell ein Teufelskreis, denn die Volkswirtschaft ist dann so stark abhängig gemacht worden. Und das Narrativ ist nun, dass diese Länder mehr Kredite brauchen, mehr Investitionen, sodass sie weiterhin von kapitalistischer Seite ausgebeutet werden können. Wenn wir tatsächlich das zugrunde liegende Problem, das wir gegenwärtig haben, angehen wollen, dann müssen wir auch diese ganzen Zusammenhänge und Probleme sehen. Volkswirtschaft, Finanzsystem, politischer Bereich auf globaler Ebene und müssen auch darauf schauen, wie auf Länderebene
es vielleicht doch noch was gibt, was in Sachen wirtschaftlicher Souveränität zurückzuerobern ist. Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir jetzt Barbara einbinden könnten, denn die könnte genau hier einsteigen, was die privaten Aspekte angeht. Du hast gerade dieses starke Narrativ erwähnt. Wir müssen das verstärken, weil es nicht genug Ressourcen gibt, die Nachhaltigkeitsziele sonst umzusetzen. Und dieses Narrativ verfolgt natürlich seinen eigenen Zweck, denn die Nachhaltigkeitsziele werden da als Investitionsmöglichkeit gebraucht und für das Risikomanagement bei Investitionen. Ich gehe mal weiter, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben und würde jetzt mal die Fragen des Publikums dazu nehmen, wenn das in Ordnung ist. Denn anscheinend können wir leider Barbara immer noch nicht hören. Doch, ich bin dabei, sagt Barbara. Gut, gut, jetzt können wir dich hören. Ja, zugehört hast du wahrscheinlich schon, als ich gesagt habe, dass das hier genau der Punkt wäre, wo du gut einhaken könntest. Maximierung der von Finance for Development und entsprechende Aspekte. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, dieser Partnership-Aspekt, der Teil meiner ersten Frage war, und dann die anderen Aspekte beleuchten. Ich versuche es mal und unterbrecht mich gern jederzeit. Ich habe jetzt nämlich einiges verpasst, was bereits gesagt wurde. Also vielleicht wiederhole ich da was oder gehe auch in die falsche Richtung. Ganz spezifisch aber, was nun Partnerschaft angeht. Die Menschen sehen das oft als einen positiven, inklusiven Ansatz. Aber praktisch gesehen, wenn wir uns mal überlegen, wie das funktioniert, ist das überhaupt nicht inklusiv. Es basiert im Grunde auf etwas, was die Mitglieder dieser Partnerschaft, also die Partner, zunächst mal selbst auswählen. Und die sind in der Regel nur sich gegenseitig in der Partnerschaft Rechenschaft schuldig. Das heißt, viele der sogenannten Nutznießer sind da gar nicht beteiligt. Und in diese Kategorie werden dann die Nutznießer oft gepackt und das Ganze ist eigentlich sehr von oben herab, wenn man überlegt, wie man so das Problem lösen will, was man für eine Partnerschaft lösen möchte. Ein anderer Aspekt und damit direkt zu ein paar der Finanzierungsfragen, weil wir auch nicht mehr viel Zeit haben. Die ganze Bandbreite an sogenannten Nutzen aus einer Partnerschaft. Wenn wir das mal anschauen, meistens geht es da um Mobilisierung von Ressourcen. Und bei den Nachhaltigkeitszielen beispielsweise, SDG 17, da geht es ja um Global Partnerships, globale Partnerschaften. Und wenn wir da die Indikatoren mal anschauen, die da für die Bemessung benutzt werden, das hat alles mit Geld zu tun. Ursprünglich mal, als diese Indikatoren entwickelt wurden, ging es letztlich um die Menge an Dollarzusagen für Public-Private Partnership. Und dann ging es um die Beträge. Das hat für viel Aufruhr gesorgt und auch für einen Mangel an Rechenschaft seitens einiger der Partner, die dann beispielsweise nur ihren eigenen Vorständen oder Gremien verantwortlich waren, aber nicht den Nachhaltigkeitszielen oder Menschenrechtsverpflichtungen und so weiter. Ein bisschen Erfolg hatten wir schon, aber nicht ganz so, wie wir es erhofft hätten. Denn passiert ist Folgendes. Ein Indikator wurde hinzugefügt oder in zwei Teile geteilt. Einmal Prozentsatz von Gesamtressourcen und Beiträgen der Geber, abgesehen von den Top 15. Und dann gibt es Teil 2, Prozentsatz der Gesamtfinanzierung, die aus privater Hand kommt, von privaten Partnern. Und in dem Bereich wird dann bei den sogenannten Civil Society Partnerschaften unterschieden. Einmal also Gelder zugesagt für Public-Private Partnerships und dann Gelder zugesagt für zivilgesellschaftliche Partnerschaften. Und wir alle wissen, Großteil der Zusagen im Bereich Zivilgesellschaft hat zu tun mit Einsatz für Rechte, mit Veränderungen der Politik, mit fairer, progressiver Besteuerung. Und da geht es nicht darum,
dass man zivilgesellschaftliche Organisationen als finanziell Beitragende sieht. Und noch ein anderer Diskussionspunkt dabei, warum Partnerschaften und Privatsektorfinanzierung so wichtig sind, nämlich weil das Argument hier immer war, da ist halt das Geld. Das Geld ist nicht im öffentlichen Sektor. Das Geld liegt im Privatsektor. Und deswegen müssen wir eben den Privatsektor involvieren. Auf der einen Seite hat man da diesen schönen Widerspruch, wo wir sagen, es gibt nicht genug Ressourcen im öffentlichen Sektor, wovon wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Das wird nur auf Arten ausgegeben, wo wir jetzt nicht unbedingt Hurra schreien, Militärausgaben beispielsweise. Aber um das zu intensivieren oder deleveragen, wie man heute gerne sagt, nutzen wir die Ressourcen des Public Sectors, also ODA und so weiter, um Anreize zu bieten für den Privatsektor, sich auch zu engagieren. Und nicht nur das, weil die Rendite im Markt und die Zinsen gegenwärtig so niedrig sind, gibt es sogar Garantien, 1% über Markt beispielsweise. Und dann gibt es andere, da wird von 5% geredet. Wer zahlt denn dafür? Wenn ein Land nicht genug Wachstum hat, um das zu finanzieren, kann es nicht funktionieren. Und dann gibt es natürlich immer den Steuerzahler, der dann letztlich das Underwriting einer solchen Garantie verantwortet. Ich denke also, einige von uns hoffen, dass die Lektion, die dabei fast unvermeidbar ist, die Lektion aus dieser Pandemie, dass nämlich der öffentliche Sektor gefragt ist und dass der öffentliche Sektor Ressourcen generieren muss, weil es einfach nötig ist, dass sich das so durchsetzt und dass eben nicht alle Partner gleich sind in dieser Hinsicht. Ein bisschen was habe ich mitbekommen zur Rolle des Staates. Es scheint fast so, als wäre die Rolle des Staates nicht Governance und Rechenschaft zu garantieren für alle Menschen, den Menschenrechten entsprechen, sondern im Grunde nur das Engagement zwischen den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft zu managen, ohne aber ein Differential, dass einige Sektoren der Gesellschaft eben deutlich mehr Macht haben als andere. Und es gibt auch dieses Konzept Win-Win, dass jeder etwas davon hat, wenn alle sich nur beteiligen. Bei den Partnerschaften fehlen da Kriterien zu Interessenkonflikten, und zwar ganz substanziell. Und was wir weiterhin fordern, die UN sollten sich nicht bei Partnerschaften engagieren mit jedwedem Unternehmen, das keine Steuern zahlt. Und bevorzugt auch keine Steuern zahlt in der Region, wo die Einnahmen erwirtschaftet werden. Ich weiß, vorher gab es da eine Anmerkung zu den Finanzströmen beispielsweise. Und noch kurzer Aspekt und nochmals, ich kann euch nicht sehen, also bitte gern unterbrechen, wenn ich hier zu lange rede. Ich fühle mich leider so ein bisschen abgeschnitten von euch allen. Also noch ein anderer kurzer Punkt. Wenn wir nach der Richtung fragen, in die es gehen soll, dann heißt es doch im Grunde, Marktlösungen sollten Orientierung geben. Und wir wissen doch aber, dass für so vieles von dem, was wir mit den Nachhaltigkeitszielen und anderweitig anstreben, dass da die Marktlösung, diese Kurzfristigkeit, uns nicht dahin bringt, wo wir hin müssen. Das wird die Menschenrechte nicht garantieren, das wird die Investitionen nicht so garantieren, wie sie nötig sind, auch an ökologischer Front. Und sehr stark baut das auch auf etwas, was wir prozyklische Finanzierung nennen. Und letztlich brauchen wir kontrazyklische Finanzierung in so vielen dieser Bereiche. Das heißt, es gibt viele Gründe dafür, dass Partnerschaften zwar ein wichtiger Teil sein mögen der Implementierung, sie aber doch nicht das einzige Mittel sein dürfen. Und es muss Kriterien geben, die wir einfach noch nicht haben. Kriterien für Ausschluss und Auswahl, für Zwangsausschluss und es muss Kriterien geben,
dass man das Design eines Programms nicht ändern kann, das multilateral zwischen Staaten ausgehandelt wurde. Man kann zur Implementierung beitragen. Aber das gegenwärtige Muster ist sehr stark, die Programme werden aufgelegt, weil sich Geld eingefunden hat, sozusagen, und nicht andersrum. Und ich glaube, da müssen wir einige Arbeit noch investieren, um das aufzuhalten. Bei Partnerschaften, das scheint fast so eine Art Prinzip zu werden. Und die sind aber nicht immer die Lösung. Manchmal ja, aber wir wollen keine Public-Private-Partnerschaft, um friedenssichernde Missionen zu sichern beispielsweise. Vielen Dank, Barbara. Ich habe da viel an Nicken gesehen. Ich glaube, die anderen beiden Podiumsteilnehmer stimmen da sehr stark zu. Und jetzt nach diesen schon fast abschließenden Worten möchte ich jetzt zur Diskussion übergehen. Es gab ja verschiedene Fragen. Ich möchte die mal ein bisschen zusammenfassen. Das möchte ich Jason fragen. Es gab viele Fragen zum Thema China. Letztlich war die Frage, was ist die Rolle Chinas als Geber oder vielleicht auch als Kreditgeber? Vielleicht können Sie darauf eingehen. Und zum anderen das Thema Schuldenerlass. Dann an Jennifer vielleicht. Was halten Sie von Mikrokrediten? Wenn Sie da kurz drauf eingehen könnten. Und an Barbara. Es gab eine Frage zu Private-Public-Partnership, PPP. Aber vielleicht machen wir zunächst die beiden anderen Fragen, Jason und Jennifer, und dann gehen wir zu Barbara. Ja, danke schön. Ich werde versuchen, das zu beantworten, aufbauen auf das, was Barbara schon gesagt hat. PPP und die ungleichen Beziehungen, Machtbeziehungen in diesen Partnerschaften. Insbesondere zum Beispiel Partnerschaften zwischen Afrika und China. Das ist reiner Extraktivismus. Das chinesische Modell, sich auf dem Kontinent zu engagieren, ist ganz anders. Die Rigidität, mit der Prinzipien eingesetzt werden. Barbara hat schon Themen angeführt wie Exklusion. Welche Sicherheitsmechanismen gibt es da? In den 15 Jahren seiner Tätigkeit in Afrika ist eigentlich noch nichts umgesetzt. Wenn es um die bilaterale Ebene geht, Ressourcen sind da sowohl menschliche als auch Finanzressourcen relativ einfach rübergekommen. Und das spricht eben dann den Softspot vieler Führer auf dem Kontinent an, dass sie da nicht durch so viele Reifen springen müssen, bis sie die Ressourcen bekommen. Aber später rächt sich das, wenn sie die Riesenherausforderung für den Kontinent ansehen, die Riesenschulden gegenüber China jetzt bedeuten, dass ich ja nicht unbedingt jetzt hinsetzen will und die Schulden restrukturieren und Schuldenerlass diskutieren. Die waren da sehr intelligent bei der Aushandlung. Und die Activa, die gehören da zum Teil zu den Finanzierungsarrangements dazu. Das ist eine Riesenherausforderung. Das wird sehr schwierig werden, das zu bewältigen. Das sehen wir in verschiedenen afrikanischen Ländern, Subsahara, aber jetzt noch zum Schuldenerlass und zu den Staatsschuldenmechanismen. Bilateral gibt es das ja im Prinzip, zum Beispiel in Sovereign Debt Restructuring Mechanism, die neuen Prinzipien, die vor etlichen Jahren festgelegt wurden. Ich glaube auch bei der Vollversammlung 2005, wenn ich mich nicht täusche. Es geht nun jetzt hier auch um das, was Barbara schon gesagt hat, der Geist der Partnerschaft, insbesondere innerhalb der UN, der Geist, in dem diese Prinzipien angewandt wurden und arbeiten sollten. Zum anderen haben wir jetzt eine Veränderung
Die Kreditgeberlandschaft hat sich immens geändert. Wir müssen uns jetzt fragen, ob die Architektur, die globale Schuldenarchitektur, immer noch gilt bei diesen Prinzipien. Müssen wir sie anpassen? Müssen wir sie robuster machen? Müssen wir jetzt wirklich ernsthaft über eine globale Autorität nachdenken, einen globalen Rahmen zur Regulierung, wie Schulden aufgenommen oder angesammelt werden in Entwicklungsländern, ganz allgemein gesprochen? Als Ergebnis der Pandemie hat es da jetzt verschiedene Initiativen gegeben, die jetzt für die Entwicklungsländer auf den Tisch gelegt wurden, um was sie sich bemühen können, von der Weltbank, dann G20-Framework und verschiedene andere. Und es gibt bilaterale Dinge, den Paris Club, der hat sich auch hier gekümmert um Restrukturierung und diese Dinge. Es gibt also diese Direkterlassmöglichkeiten, aber letztlich, wie uns Barbara schon gesagt hat, kommen wir damit nicht an die fundamentalen Probleme, die die globale Architektur betreffen. Wir bringen da nur ein Pflaster an einem stark blutenden Geschwür an. Da müssen wir also was überlegen. Wir müssen uns auch das Wirtschaftssystem betrachten, das Entwicklungsländer in die Lage versetzt, auch eigene Einnahmen zu erzielen durch Besteuerung, Stichwort Steuerparadiese. Diese Steuerfragen, da hat ja Barbara auch davon gesprochen, das funktioniert nicht zusammen mit dieser Hilfearchitektur. Dankeschön. Das wären schon brillante Schlussworte. Wenn Sie gestatten, lassen wir das so stehen und gehen jetzt noch kurz zu Jennifer und Barbara. Wir haben nur noch wenig Zeit übrig. Eine Frage an Jennifer. Ich glaube, die wäre sehr gut, wenn Sie uns die beantworten. Was können die NGOs im Norden eigentlich machen, um ihren Ansatz zu ändern, wenn sie es hier mit problematischen Entwicklungsmodellen zu tun haben, was sie da machen können? Barbara, Abschlussfrage. Man ist durchaus einig mit diesem Programm Money Logic. Wie können wir das denn wirklich ändern und etwas herausfinden? Jennifer, bitteschön. Ja, danke schön, Elisabeth. Ganz kurz noch zur vorigen Frage, Mikrokredit. Ich bin da keine Expertin, aber ich würde sagen, die inländische Industrie muss wirklich sicherstellen, dass die Lokalen hier Zugang haben. Die Klein- und Mittelunternehmen. Aber zu Ihrer Frage jetzt, was aus dem Norden die NGOs anders machen sollten. Ich würde sagen, beginnen wir mal mit der Frage, für wen unternehmen wir eigentlich unsere Entwicklungsarbeit? Wenn wir im Kontext des globalen Nordens in Solidarität mit dem Süden arbeiten oder für uns, die in den südlichen Ländern arbeiten. Die Frage also wirklich, für wen ist das wichtig? Da müssen wir uns ganz klar sein, unsere Arbeit ist für die Menschen. Und es geht um Beteiligung. In Bereichen der Politik als auch in Bereichen der Strategie als auch im Teil der Entwicklung der Länder oder der Gemeinden. In dieser Hinsicht ist es sehr wichtig, dass es eine Anerkennung gibt, dass die Zurverfügungstellung eines Umfelds, das die CSOs in die Lage versetzt, eine Schlüsselzutat ist. Und da möchte ich auch auf den
die Notwendigkeit von Solidarität hinweisen für die CSOs, für die Organisation der Menschen, die im Süden arbeiten. In vielen Fällen erleben sie da Umgebungen, die es ihnen unmöglich machen, in denen sie angegriffen werden. Es gibt nun viele Möglichkeiten, Unterstützung für Entwicklungsländer, CSOs zu geben, einschließlich sicherzustellen, dass wir Affirmative Action leisten, sicherstellen, dass sie eine Stimme haben in unterschiedlichen Arenen und auch dass wir hinweisen auf die vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aus den Händen der Staaten selbst, das schließt Menschenrechtsverletzungen ein, Verhalten gegen insbesondere indigene Bevölkerungen, Landbevölkerungen, die hier unter den Auswirkungen dieser Aggressionen leiden. Sie erleben diese Unterdrückung einschließlich Tötungsdelikte. Und das findet eben real auf den Philippinen tatsächlich statt. Vielen Dank. Barbara, kann ich Sie noch kurz ansprechen? Sie haben jetzt das Schlusswort. Ja, zunächst einmal müssen wir uns klar sein, Geld und Ressourcen sollen unterstützen die wirklich Menschenrechte und Nachhaltigkeit. Deswegen müssen wir manchmal Nein sagen. Das ist schwierig. Ich denke, es muss uns klar sein, dass es nicht eigentlich an Geld mangelt und dass Geld nicht die Lösung für alles ist, sondern die Qualität und die Art und Weise, wie wir es einsetzen. Das müssen wir sehr viel stärker untersuchen. Zum anderen in diese Richtung Einsatz der UN. Da müssen wir sagen, absolut Nein zu sämtlichen speziellen Projektfinanzierungen, bis das zugrunde liegende Kerngeschäft finanziert ist. Bis das erreicht ist, also das Earmarking in EUN-Sprachgebrauch, dass also das Earmarking für etwas Spezielles stattfindet, bevor man eine gewisse Vorgeschichte von, sagen wir, 3 Jahren hat, in dem man gezeigt hat, dass man für die Entwicklung etwas tut und dass man vorher keine Projektfinanzierung in dieser Hinsicht machen kann. Und eine bedeutende Abgabe, einen Beitrag aus der Unternehmenswelt muss geleistet werden für das allgemeine Funktionieren der UN, um was es da geht, bevor sie überhaupt in diese Finanzierung einsteigen können. Hinweisen möchte ich auch noch, was wirklich schiefgehen kann mit PPPs. Zum Beispiel Bereich Bildung. Wenn Sie da eine Schule bauen lassen nach PPP, das ist was ganz anderes als das Bildungswesen im Alltag zu betreiben durch PPP. Da gibt es ja auch diesen Bericht, den Sie erwähnt haben, Elisabeth. Zum Letzten noch. Die UN, sämtliche Mitgliedstaaten, haben den Universal Social Protection Floor sich zu eigen gemacht, dass also essentielle öffentliche Dienstleistungen, die absolut lebenswichtig sind für die Wirtschaft, für das Gesundheitswesen, für das Bildungswesen, für die Wasserversorgung. Und ich finde, alle Ressourcen, die durch ODA kanalisiert werden, statt jetzt hier Lieblingsprojekte auszusuchen, was man da machen muss, das muss alles in einen gemeinsamen Fonds gehen, um erst einmal diesen Social Protection Floor, diese Grundsicherung erst einmal zu gewährleisten für die Länder,
die das ansonsten aufgrund der Spielregeln nicht erreichen können. Das sollte die Grundlage für ODA sein und dann eine unabhängige Aufsicht, ein Gremium, eine Gruppe, was auch immer, mit Vertretern aus verschiedenen Bereichen der Aufsicht, die aber im Prinzip beaufsichtigen, wie diese multilaterale Finanzierung eingesetzt wird, was also finanziert wird. Sie sind dann auch eben absolut zur Rechenschaft zu ziehen im Sinne der Entscheidungen der Mitgliedstaaten, insbesondere die am stärksten Benachteiligten oder Rausgedrückten, die werden ja sozusagen vom gegenwärtigen Funktionieren der sozialen und politischen Modelle, die wir gegenwärtig haben. Dankeschön, Barbara. Danke an alle drei und natürlich auch an die Veranstalter. Ich hätte noch eine Menge Fragen, eigentlich mehr als vorher. Ich würde sehr gerne weiter diskutieren. Im Chat finden Sie auch die Links zu den Webseiten über die Arbeit der einzelnen Podiumsteilnehmer. Das ist hochinteressant und es geht ja auch eben weiterhin um die Beobachtung der Rahmenbedingungen, über die wir gesprochen haben, insbesondere auch Post-Corona, wie wir besprochen haben. Ich möchte Ihnen danken, ganz herzlich. Danke auch an Medico und danke auch an die Dolmetscher. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Dankeschön. Vielen Dank, alles Gute.